Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute soll es um ein Journey gehen. Okay, ich näher mich hier langsam dem Ende, wo ich sehr, sehr froh darüber bin. Nicht, dass es mich nervt oder so, nicht falsch verstehen, sondern einfach auch, dass ich das abschließen kann. Ich finde es immer schön, wenn man so Sachen, die man angefangen hat, dann auch abschließt. Und ja, da würde ich heute ganz gerne einfach weitermachen. Ja, ich war jetzt an überlegen, was kann ich da reinmachen? So ganz sicher bin ich mir da tatsächlich noch nicht, weil ich habe mir einfach mal diese kleinen Blätter dazu genommen und würde die hatte ich ja in dem einen Journal verarbeitet. Da habe ich ja noch ein paar von übrig. Die werde ich auch immer wieder irgendwo benutzen. So ist das nicht. Aber ich würde sie auch gerne hier reinbringen. Es ist immer so, das ist ja halt auch wie so ein Tagebuch, ne? Man hat da halt immer wieder auch so eine Seite, wo man irgendwie ja was mit verbindet letztlich. Und ich habe halt diese Blätter noch und die würde ich tatsächlich gerne hier irgendwie reinbringen. Wir fangen einfach mal an. So ein bisschen drauf. Das könnten wir machen, warte mal. Habe ich noch was anderes? Ich finde das jetzt gerade tatsächlich gar nicht so schlecht. Nehmen wir das da raus. Pack mal das so, so, so und so. Wenn wir uns ein. Ich das mal zur Seite. So, wenn wir uns jetzt einfach das so aufkleben. Und uns ein Hintergrundpapier dazu noch nehmen. Aber was könnten wir im Hintergrund reinpacken? Das ist die Frage. Vielleicht eine einfache Buchseite? Ich stehe ja voll auf Buchseiten. Moment. Ich habe mir da mal ein Buch geschnappt. Die sind halt recht klein, die Seiten. Beziehungsweise, wir könnten das so machen. Ich brauche mein Lineal. In dem Fall das große. Da ist es. Das ist dann bei so einer längeren Papier definitiv etwas einfacher. Einmal diesen Rand drumherum schön wegmachen. Den brauche ich definitiv nicht. Das einmal zur Seite. Und wenn wir dann hingehen, uns einfach jetzt hier nur den Rand sozusagen damit bekleben. Also einmal rumrum natürlich. Und dann die darüber verteilen. Warum nicht, ne? Ich finde das cool. Ja. Und wir hatten ja letztes Mal bei dem hier dieses Bild. Und wenn wir das dann da irgendwie drüber geben, da würde ich wahrscheinlich das hier hinten irgendwie tauschen nochmal. Das können wir dann gucken. Aber so irgendwie möchte ich das so zusammenbringen, glaube ich. Ich glaube, das fände ich ganz cool. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Buchseite, würde ich sagen. Haben wir die hier. Okay, dann rupfen wir uns die auch einmal zurecht. Das ist so schönes, dünnes Papier aus dem Buch immer. Das mag ich ganz gerne. Jetzt überlege ich noch, distressen oder nicht distressen? Gute Frage, ne? Wir distressen. Okay, Vintage. Natürlich. Vintage-Foto. Was sollte es auch sonst werden? Es ist doch meistens immer Vintage-Foto. Aber es ist halt einfach auch eine coole Farbe. Das ist einfach so. Die passt immer gut. So. Das stressen das jetzt hier einfach mal rundherum, damit wir da auch überall was haben. Ich glaube, den unteren Bereich jetzt nicht, aber so hier den oberen Bereich nochmal. Okay. Und dann könnten wir hier die Seite nochmal. Wenn wir hier drauf rumschmieren, das ist nicht so schlimm. Dasselbe machen wir mit dem. Ja, das ist das Problem jetzt. Was heißt Problem? Wir müssten hier so ein Stück mit dran. Und den Rest müssten wir hier unten hinkleben. Ja.
Ja, man muss das einfach mal probieren, ne? Guck mal, das klappt doch wunderbar, wenn wir das dann so machen. Okay, auch das stressen wir natürlich. So, mal zur Seite hier mit dir. Wie gesagt, ich weiß nicht, was wir davon am Ende sehen und was nicht. Also, bis auf die untere Kante, die brauchst du nicht. Komm. Also, jetzt übertreibt man nicht. Aber diese Seiten. So. Das bedeutet, der kommt hier hin. Den würde ich auch verkehrt rum hier dran kleben. Das ist doch auch nicht. Das ist doch auch noch mal was. Und dann brauchen wir hier unten noch ein bisschen was. Kriege ich das noch mal so schön hin? Ich weiß ja nicht. Und dann so Pi mal Daumen, ne? Aber dann müssen wir das nicht schneiden, sondern können das so machen. Okay, das haben wir übrig. Vielleicht können wir das noch irgendwo draufkleben später. Guck mal, wenn wir die Seite nehmen, ist glaube ich schöner, weil wir dann durchgängigeren Text haben. So machen wir das. Bada, schieb mal ein bisschen zur Seite, bada. Dann noch einmal diese Kante hier. So, und dann fangen wir doch mit dem hier direkt an. Also, das machen wir so. Klebetechnisch würde ich aufs Klebemäuschen umsteigen oder mit Flüssigkleber. Wir können das auch mit Flüssigkleber machen. So ein paar Streifen einfach nur drauf, damit das nicht so dick ist. Ich weiß halt nicht, da man einmal so ein bisschen ziehen das Ganze, dann passiert bei dem Papier meistens nichts mehr dann, dadurch, dass das schön verteilt wurde. So, einmal aufkleben. Das machen wir bei dem hier auch. Kleber jetzt erstmal zur Seite. Und jetzt möchte ich gerne wieder drauf bringen. Irgendwie. Was auf jeden Fall hier stört, das kann ich leider nicht anders sagen, sind die Ränder. Die cutte ich uns einmal so. Gut, jetzt habe ich das Ganze so ein bisschen gecuttet. Und dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier irgendwie drauf bekommen. So ein bisschen. Und dann den. So. Müssen wir dann gleich nur abschneiden. Oder wir reißen das gleich einfach. Klebe ich noch nicht fest, weil das Stressen. Jetzt gucken wir mal, dass wir das jetzt so zusammenkriegen. Den hatte ich ja ganz unten liegen. Dann würde ich, glaube ich, den nehmen und dann den. Oder wegen der Farbe vielleicht eher so. Ja, so machen wir es. So rum. Oder so rum. Moment nochmal. So rum. Okay, bedeutet, ich brauche wieder Kleber. Ich werde jetzt einfach nur. Ich glaube, ihr seht es gerade nicht. Ich habe jetzt hier einfach nur so ein paar Striche drauf gegeben. Den oberen Teil lasse ich so ein bisschen aus. Da müssen wir gleich abreißen. Klebe ich das hier einmal so ein bisschen fest. Dann darf er da drauf. Nachkleben kann man immer noch. Abmachen. Daran hapert es meistens. So. Und dann würde ich den gerne hier so drüber geben. Ja. So machen wir das. Okay. Und dann gehe ich hin. Ob das jetzt so klappt.
Dann machen wir das hier ein bisschen anders. Na, so ein bisschen. So. Schön das Dressen wieder, ganz wichtig jetzt. Sonst sieht das merkwürdig aus. Ist natürlich klar. Und dann können wir das nochmal jetzt hier nachkleben, damit das schon mal schön hält. Weil das ist fertig. Der hier, würde ich sagen, ist auch erledigt. Jetzt kümmern wir uns um den. Dann müssen wir hier unten auch nochmal abreißen. Wunderbar. Auch hier klebe ich fest. Andrücken. Das hier kann zur Seite, das brauche ich nicht mehr. Und jetzt bekommt das hier unten auf jeden Fall noch seine Farbe. Und bis hierhin finde ich schon mal cool. Jetzt hoffen wir einfach, ja, das finde ich nicht schlecht, bleibt allerdings nicht so. Was wir damit jetzt machen, dafür brauche ich dieses Teilchen jetzt. Und dann können wir hier so ein bisschen das Papier nämlich anrauen. Natürlich sehr dünnes Papier, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber dann sieht das halt, ach genau, das ist auch nicht schlimm, wenn das passiert. So, das mache ich einmal. Okay, das haben wir auch. Das kommt noch weg. Jetzt habe ich den ja noch übrig. Nee, das wird too much, ne? Ja, findet sich schon noch was anderes für. Entweder so oder so. Gucken wir mal. Ich habe da so ein bisschen reingerissen noch und sowas alles. Da, wie gesagt, umso dünner das Papier, umso schwieriger ist das damit. Also umso fester das Papier, umso einfacher ist das natürlich. Ganz klare Sache. Auch hier nochmal schön mit Distress-Farbe drumherum, weil sonst sieht es einfach zu modern aus. Sonst passt es nicht. Okay. Okay, dann nochmal zu und dann kann das einfach so da drauf, ganz schlicht, gar nicht so viel Kleber. Mein Pinsel ist schon hier. Rein theoretisch könnte man da jetzt noch was hintergeben, wenn man möchte. Aber so spricht halt dieses Bild so ein bisschen für sich. Ich finde das eigentlich ganz schön. Auch den Spruch bereit für ein Wunder mag ich auch sehr gerne. Und dann könnten wir den hier noch hingeben oder hier so hingeben. War so mein Gedanke. Fällt aber gar nicht so auf, ne? Aber wenn ich ihn wegnehme, finde ich es auch nicht mehr cool. Das heißt, der kommt dahin. Der kommt dahin. Moment. Ein bisschen Kleber dahinter. Ein bisschen verteilen. Und dann darf der dahin. Irgendwie gehört er dahin. Wir könnten auch so ein bisschen Platz lassen. So. So. Mhm. Und das machen wir mal zu. Kleber brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt gucke ich gerade. Vielleicht noch irgendwie so ein bisschen. Nee, jetzt mach nicht zu viel Aufbau. Moment. Wir könnten noch mit den Woody-Stiften was machen. Und ich glaube, das werden wir auch tun. Okay, da habe ich mein Handtuch, meinen Woody-Stift und meinen Pinsel. Mein Wassertankpinsel, so ist das Wort. Meine Güte. Okay, ich würde das Ganze ganz gerne wieder mit Schwarz machen. Wir schauen einfach mal, wie es wird. Ne? Meinst du, wie das ist, nichts wird, kann ja nicht passieren. Aber ich kann es mir doch recht gut vorstellen. Wir schauen mal. Wir rahmen das Ganze wieder. Wie gesagt, ich finde, das bringt der Sache immer sehr, sehr viel. Also ich finde, also ich mag das sehr gerne. Sehen wir ja auch hier, dadurch wirkt das Ganze immer sehr anders. Klingt komisch, ne? Ja. Aber das passt schon. So, ich ein bisschen Schwarz auch hier drauf. Ja, finde ich gut. Mag ich gerne. Irgendwie was mit Glitzer hätte ich ja jetzt noch. Ich weiß nicht warum.
Ich möchte was mit Glitzer. Ich glaube. Oder? So. Ich noch ein bisschen hier. Das finde ich schon gut. Wie gesagt, irgendwie was mit Glitzer. Ich will jedes Mal diese Hülle da drauf. Wie gesagt, irgendwas mit Glitzer vielleicht. Moment. Wir könnten ja so ein paar Flakes mit draufpacken. Brauche ich allerdings. Also was heißt paar, ne? Also ein, zwei Ecken, dann glitzert es an den Ecken. Das heißt, hier fände ich das ganz cool. Habe ich den schon offen? Ich mache da ganz mutig schon mal Klebe drauf. Was ist das denn? Nee, habe ich noch nicht offen. Die sind nicht so cool. So. Okay, dann könnten wir das hier unten auf jeden Fall noch machen. Halt immer so eine Sache für sich mit den Teilchen, ne? Hier so ein ganz bisschen noch. Je nachdem, wo es halt hängen bleibt am Ende. Da blieb es gar nicht hängen. Eigentlich klappt das relativ gut damit. Wir könnten hier nochmal. So. Ich überlege, ich mache mal was ins Bild noch mit rein. Nee, aber hier würde ich gerne nochmal. Oder vielleicht doch. Warte, wir machen mal hier so ein Pünktchen hin. So ein bisschen. So ein ganz bisschen. Aber wenn man damit einmal anfängt, ne? So. Okay. Jetzt mache ich das so. Jetzt haben wir hier natürlich auch Glitzer. Das putze ich einmal ab immer. Und das machen wir zu, bevor es wegflattert. Ich gehe jetzt einmal mit dem Pinsel hier drüber gleich. Also ich lasse das jetzt einen Moment antrocknen, klar, sicher. Aber dann gehe ich da mit dem Pinsel drüber. In der Zeit mache ich mir das sauber und die Klebe sauber. Okay, meine Lieben, das Ganze sieht jetzt so aus. Und ich finde, doch, das ist recht cool geworden. Ich habe das Bild untergebracht. Ich mag diesen Satz, bereit für ein Wunder. Ich finde den sehr schön. Und das Bild hat hier auch einen guten Platz bekommen, wie ich finde. Was ich jetzt noch sagen würde, ist hier. Geben wir mal noch so einen kleinen Klicks Klebe drunter, dann hält das da auch ein bisschen besser wieder. Wie gesagt, hier bin ich einfach nur mit einem Pinselchen. War auch nicht schön, ja? Hier bin ich einfach nur mit einem Pinselchen drüber gegangen, dass so das, was noch übersteht, was nicht festklebt, dass das halt einfach abgeht. Sonst ist das ja auch nicht ganz so schön. Ja, ich hole euch einfach mal wieder näher. Da habe ich euch. Und dann kann ich euch das einmal vom Nahen zeigen. Und von daher würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis morgen.